Also er ist ein sehr spielstarker Sechser oder Achter, er ist sehr zweikampfstark und ja, ist für die Zukunft. So stelle ich mir einen Spieler im Mittelfeld vor, der eben auch vor allem in der Drehung richtig gut ist, der eine richtig gute Technik hat, der Spiel mitgestaltet. Das kann er alles. Auf was für einen Spielertypen freust du dich? Auf einen sehr quirligen Spieler, der gute Moves drin hat in seinem Spiel, immer anspielbar ist, der unangenehm ist gegen den Ball, der anders ist als die, die wir haben, das ist auch gut so, und noch jung, ja? Also 22 Jahre alt, hat aber schon ein bisschen was erlebt auch in Frankreich und kein unbeschriebenes Blatt. Und dass wir den bekommen haben, ist schon was ganz Tolles. Braucht ihn noch ein bisschen bestimmt, aber er wird sich schnell an alles gewöhnen und ich glaube, die Anpassung hier, die wird gut gelingen, aber viele gute Jungs auch haben, die ihm da helfen werden. Wäre schon eine Option fürs Wochenende oder kommt es zu früh? Schauen wir mal. Also war jetzt erstes Training gewesen, ob mal schauen, jetzt wie er den Transfer verkraftet hat, auch oben von der Birne her einfach, ne? Weil es noch ein junger Kerl halt ist. Training heute war gut schon, also kann man sich auch ein bisschen was einfallen lassen mit ihm, definitiv. Aber mal schauen, wie er die Woche verkraftet. Ça s'est passé finalement très, très rapidement. Colonia fait part de l'intérêt que pour moi qu'ils avaient pour me recruter et c'est vrai que ça allait très vite. J'ai visité le stade pour le match contre Gladbach, j'étais très super impressionné. Le lendemain on s'est tous mis d'accord autour d'une table et je suis très content que ce soit fait aussi vite puisque j'avais besoin de m'entraîner avec la nouvelle équipe et c'est chose faite aujourd'hui donc je suis très content. Oui, ben j'ai explosé un petit peu avec lui aussi. J'étais super heureux, surtout que pour l'histoire du buteur, c'est encore plus magnifique dans un derby comme ça, marqué pour à la dernière minute, donner la victoire à son équipe devant tout son public, avec aussi le banc qui sort tous les joueurs du banc qui rentrent sur le terrain pour féliciter le buteur. C'était vraiment génial. La Bundesliga, c'est quand même un très grand championnat. Et puis le club de Cologne, je pense qu'il n'est pas à sa place cette saison. On va tout faire pour le sauver.